Das war's. Ja, sehr schön, Sie hier bei uns zu haben. Und mich würde wirklich mal interessieren, so von der allerersten Doschau-Her-Sendung bis zur heutigen Sendung, sind Sie ein bisschen stolz auf uns oder wie war die Entwicklung, so die Sie beobachten konnten bis jetzt? Stolz bin ich auf alle Fälle, das ist mir ganz klar. Ich würde mir ja gar nicht trauen, was anderes zu sagen jetzt hier in der Situation. Ich meine, es ist ein bisschen beengt hier, gell? Also das kann schnell nach hinten losgehen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Nee, klar ist man stolz. Ich meine, es ist nicht unbedingt mein Verdienst hier, was passiert. Es ist ja sowieso klar, der sitzt ja woanders hier jetzt, der Herr, der dafür verantwortlich ist. Naja, den Namen haben wir mit Ihnen zu verdanken. Ja, das ist okay, aber ich meine, das ist lange her, 10 Jahre eben. Verfolgen Sie eigentlich die Sendungen so ab und an oder wie schaut es da aus? Inwieweit haben Sie mit Doscher her zu tun? Ich bin ja der ultimative externe Killer-Gutachter, also von daher muss ich ja fast. Und ich tue es aber auch gerne, weil es schön ist. Was sind denn die größten Fauxpas oder also das Schlimmste an Doscher jetzt? Also wir können Kritik vertragen, hauen Sie euch mal hier ja, raus. Ja, beide. Umfallende Bierflaschen? Ja. Aufgehende Türen. Ah, sorry, das ging an euch alle, gell? Nicht an uns. ja, es ist schwierig. Fauxpas ist wirklich schwierig. Ich denke, wir sollten eher über die Qualitäten sprechen, als über die Fauxpas der Sendung. Ich finde es sehr gelungen, dass es sowas hier gibt. Und ich bin ja gar nicht so wie der Kollege Günther Reinhardt von ganz Anfang mit dabei. Sondern erst seit 4 Jahren habe ich das so mitbekommen und bin natürlich schon ein bisschen neidisch auf das, was hier passiert, weil die Studenten halt immer lieber hier sind als in meiner Vorlesung, aber so ist es halt und ich finde es trotzdem cool. Sie sind beide verheiratet? Aber nicht miteinander. Also nicht zusammen, nicht miteinander. Aber... Ich wollte gerade sagen, mit Ihrer Arbeit. Auch. Durchaus. Mich würde es aber interessieren, was macht... ein Professor, wenn er dann heimkommt und wieder Mensch sein darf? Naja, das, was die anderen Menschen auch am Wochenende machen. Also, Sie sind tatsächlich ganz normale Menschen. Willst du jetzt verraten, was du am Wochenende machst? Ja, klar. Schaut ihr zum Beispiel Fernsehen? Jetzt natürlich, abgesehen von Doschau-Her TV. Berlin Tag und Nacht. Also zum Beispiel. Naja, es ist halt so... wir haben so ein Entertain-Paket und dann nehmen die Kinder immer was auf. Der Sohn nimmt immer irgendwie Bundesliga auf und die Tochter Berlin Tag und Nacht und dann kann man halt immer Fernsehen. Und dann muss man entweder das eine anschauen oder das andere, dann löscht irgendwas. Und dann schaue ich halt immer Berlin Tag und Nacht an. Aber ich habe gehört, Bundesliga ist gar nicht so verkehrt. Sie sind ja leidenschaftlicher FCA-Fan, Augsburg. Ja, die Betonung liegt auf leidenschaftlich, also mit Leiden, schaftlich. Ja, die haben das Max 10x8 Punkte, glaube ich, in der Liste. Ja, also ich weiß gar nicht, ist Kräuter Fürth noch vor uns? Nee, die sind hinter uns und jetzt morgen dann oder am Samstag wird es dann ganz schwierig. Schon wieder? Ja. Nee, also das läuft heuer nicht so besonders gut, aber... Das muss an mir liegen, dass es ständig hochsteigt. Naja, aber um nochmal auf Doscher her zurückzukommen, ich meine, da hat man ja eine Veränderung gesehen. Wie war jetzt die Veränderung bei unseren Professor Herrn Jürgens so von Anfang bis hierher? Hat er ein paar Haare verloren oder... Bisschen ein paar Nervenzusammenbrüche hinter sich. Ich weiß nicht, ob er jetzt will, dass ich das alles erzählen kann, aber ich weiß nicht, ob er sich verändert hat. Ich glaube, die Sendung verändert sich so ganz langsam so ein bisschen immer wieder mit jedem Jahrgang. Also das ist das, was ich beobachte eigentlich, dass jede Studentengruppe, die das macht, einfach so ihr ganz eigenes Profil findet. Und ich bin eigentlich jetzt nicht immer da. Ich bin meistens ein- oder zweimal da im Semester oder... Und dann sieht man schon, wie das Studio immer anders ausschaut, wie die Moderatoren anders auftreten, das anders angehen. Das finde ich eigentlich spannend, dass da doch ziemlich viel Entwicklung drin ist. Es ist immer wieder eigentlich sich neu erfindet, das Ganze. Haben Sie persönliche Highlights? Also irgendeinen Moderatoren oder irgendeinen Gast oder eine besondere Sendung, an die Sie sich gut erinnern können? Ja, es gab mal so eine spanischstämmige Martinez oder irgendwie so. Ja, die fand ich ganz cool. Und sonst. Also ich weiß jetzt die Namen zum Teil gar nicht mehr.
ich habe keine Favorites. Also es gab immer wieder einfach Highlights, auch von den Studiogästen her, von den Situationen, von den Bands. Es macht eigentlich immer Spaß. Herr Reinhardt, lässt sich so eine Art Tendenz oder Trend erkennen, ähnlich wie in unserem Design hier, quasi aufsteigend? Ja, das ist ja hier sozusagen wie die Börsenkurse hier. Immer schön aufsteigend. Symbolhaft. Ja, Tendenz. Ich würde eher sagen, es ist so, also du hast ja recht, dass es sich natürlich mit jeder Gruppe, die es neu anfängt, irgendwie verändert und natürlich so individuelle Züge zum Tragen kommen. Aber es gibt ja auch ganz vieles, was gleich bleibt. Ja, also zum Beispiel solche Sendungen, wie, also diese Einspieler wie den wir gerade gesehen haben, wie Ayurveda oder wie der so irgendwie in die Richtung. Das wäre mir auch schon fast passiert. Also ich hätte mal bei einer Anmoderation fast Ayurveda gesagt, das geht also so leicht in der Zunge. Die erstens man nicht versteht, die zweitens zu lang sind. Ja. Also das ist was sich sozusagen über die 10 Jahre hinweg hält und man kann wohl davon ausgehen, dass es auch so bleiben wird. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass man das, was man produziert, halt einfach liebt, ja, und nichts rausschneiden will, nichts hergeben will, nichts wegtun will, weil das ist halt alles so toll. Ne? Geht es Ihnen da auch so mit Ihrer eigenen Kunst? Die Heuschrecke zum Beispiel in Ihrem Wohnzimmer? Die Heuschrecke in meinem Wohnzimmer? Die ja eigentlich keine Heuschrecke ist, aber der Herr Rubi hat sich da, glaube ich, ein bisschen getäuscht. Ja, ich meine, so ein bisschen neigt jeder dazu, ne? Weil ich meine, das ist ja immer so ein Baby von einem selbst, was, wenn irgendwas entsteht. Und da neigt man so zu einer Kritiklosigkeit. Ja? Ja. Das passiert jedem ein bisschen, aber man muss halt lernen, das also ein bisschen kritischer mit sich selbst zu sein. Das, mit der Kritik klar zu kommen. Das ist wohl einer der Hauptpunkte, den man hier auch lernen muss.